Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice Madness Returns. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auf dieses Spiel. Ich merke so, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Also, es war eine sehr gute Idee, es wieder anzufangen. Es ist ein tolles Spiel und für die, die es noch nicht gespielt haben, macht das mal. Es lohnt sich wirklich. Ach komm, jetzt gehe ich schon wieder. Seht ihr da? Warte. Ah, jetzt wieder ist in Ordnung. Ganz komisch. Also dieses Problem hatte ich noch nie. Manchmal geht Alice die ganze Zeit geradeaus, ohne dass ich irgendwas betätige, also irgendwas drücke. Gut. Ja, vielleicht hat sich Alice gesagt, oh, ich habe keinen Bock auf dich. Ich mache mein eigenes Ding. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Oh, was hängt denn da? Das sieht ein bisschen aus wie Sabber. Ja gut, wahrscheinlich war das jetzt Lava und das ist jetzt alles vereist. Ich bin gespannt, was jetzt folgt. Ich muss gestehen, ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Ich bin gespannt, wirklich. Mal gucken. So, ich denke mal, das Spiel wird sagen, wenn ich da runtergehe, bin ich tot. Da hoch kann ich nicht. Dann lassen wir das mal und wir müssen jetzt wahrscheinlich hier lang. Hier haben wir nochmal das Bild von der Katze. Und wir brauchen die Pfeffermühle. Dann rufen wir mal Mietz Mietz. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten. Und reite auf den Luftströmen nach oben. Alles klar. Danke, Mietz Mietz. Ich liebe die Katze. Ich liebe auch die ganze Katze. Boah, jetzt hätte ich... Oh, jetzt merke ich gerade, dass ich ganz viel reden möchte. Jetzt hätte ich unglaublich Lust, den Disney-Film mir anzuschauen. Ich hab mir den mal selber gekauft. Wir hatten den mal auf Video. Und dann habe ich mir selber gekauft. Und meine Freunde wissen, dass ich Alice im Wunderland liebe. Und da haben wir zwei von denen mir jeweils noch eine DVD gekauft. Also habe ich jetzt drei DVDs von Alice im Wunderland. Die zwei anderen wollte ich eigentlich verkaufen. Irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Ein wunderschöner Film von Disney. Ein bisschen... Ach Mensch. Ein bisschen, wenn ich das wirklich sagen kann, ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen abgefuckt, aber es ist doch schon. Also, es ist krass manchmal. Und wenn man das vor allem dann schaut, wenn man erwachsen ist oder beziehungsweise wenn man älter ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich erwachsen bin. Also, ich bin eigentlich rein offiziell sollte ich ja erwachsen sein. Dafür mag ich viel zu viele Dinge, die eigentlich für Kinder vorgesehen sind. Aber gut, soll mich nicht daran hindern, das zu tun. Was haben wir da oben? Kommen wir da nach oben lang? Bestimmt, ne? So, erstmal brauchen wir jetzt hier unsere Bombe. Nein, versteckter Eingang. Ist hier noch sonst irgendwas? Nope. Dann wollen wir mal... Unsere Alice ist aber auch so ein kleiner Besowski, ne? Goldene Zähnchen. So, ihr leckt es gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Oh, krass. Ich höre ein Schweinchen. War denn das jetzt nochmal? Muss ich das angreifen? Ach, da. Da bist du ja. Die Idee ist auch super. Yay! Zähnchen. 571 haben wir jetzt. So, ich glaube, das Spiel lässt mich nicht da durch. Dann hätte ich doch noch woanders hingemusst. Gut, dass ich jetzt hier reingegangen bin. Ein bisschen komisch, dass es so ein langer Weg ist. Und dann gibt es da nur Zähnchen. Achso, das sind nur Glasscherben. Alles klar. So, die Tinkern sehen allerdings nicht glücklich aus. Mit dem, was sie tun. So, wo müssen wir jetzt lang? Ach, da. Guck mal, da habe ich was gefunden. Und jetzt? Ah. Ich glaube, wenn wir jetzt hier auch einmal runterfallen, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Warte mal, kann man auch da... Huch!
Ich komme doch von oben, oder nicht? Kann ich auch da runter? Wartet mal. Ist hier noch irgendwas? Nee. Moment, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Von wo komme ich denn? Komme ich von da unten? Ich komme von hier unten. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Muss mich mal kurz hier wieder zurechtfinden. So. Ihr merkt schon, mein Orientierungssinn ist einfach nur bombastisch. Oh Gott. So. Da oben können wir wahrscheinlich erstmal nicht hin. Müssen wir jetzt erstmal hier lang. Schon wieder geleckt. Oh oh. Na, du wagst es, mich anzuspringen? Schäm dich. Schäme dich. Haben wir hier noch irgendwas? Zähnchen. Die habe ich schon eingesammelt. So, ich kann mich ja klein machen, ne? Hab ich hier gelernt. Ich vermute, ich muss da lang. Oh Gott. Hei. Hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Zähnchen. Und jetzt? Jetzt habe ich ein Problem. Aber jetzt? Ach, da oben. Da oben haben wir was. Nein, ich kann... Ach ja, ich kann meine Klinge nicht mehr benutzen. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt mit der Pfeffermühle spielen. Das Problem ist nämlich, das Spiel wurde jetzt noch nicht gespeichert. Wenn das Spiel gleich speichert, dann kann ich nochmal zurückgehen und dann... Ach, das ist ärgerlich, ne? Das ist wirklich ärgerlich. Naja, macht man nichts. Müssen wir jetzt damit klarkommen. Vielleicht speichert das Spiel ja und dann kann ich eben ganz geschwind ins Menü gehen. Oh, guck mal, die hat's hingelegt. Die hat's diesmal hingelegt, anzuschmeißen. Das war süß. Oh, jetzt können wir nochmal die Katze rufen. Hallo, Mietz, Mietz. Es heißt, eine Katze habe 9 Leben. Alice, ich hoffe, du hast ähnlich viele. Oh, das sieht so schön aus. Als wären es ganz viele Glühwürmchen. Ach, entschuldigt. Ich kann ja meine Klinge nicht benutzen. Schweinerei. Ach was, ich dachte jetzt... Habe ich falsch gedacht? Oh, ich finde, das sieht so schön aus. Oh, was? Ich habe aus Versehen auf 1 gedrückt. Ach, ne. Das ist ja cool. Wenn ich auf 2 drücke, dann habe ich die Pfeffermühle. Wenn ich auf 1 drücke, die Klinge. Mensch. Tja. So schnell kann es gehen, ne? Cool. Freue ich mich. So muss das laufen. Muss ich das Spiel jetzt nicht nochmal neu starten? Puh, wow. Das wird interessant. Keine Anmerkung, keine Hinweise. Wow, das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Da oben haben wir Geschirrer. Das sind doch bestimmt alles Zähnchen, oder nicht? So, ich würde mal behaupten, da hinten ist was. Was ist denn da unten? Oh! Oh! Die habe ich jetzt mal gekonnt übersehen. Ach komm. Ah! Da ist ja noch ein... Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Shit! Oh.
Noch eins. Ich bin noch ausgewichen. Ich bin schon wieder ausgewichen. Oh, das sieht nicht gut aus für mich. Stirb bitte. Nein, sie stirbt natürlich nicht. Fuck. Oh, shit. Oh, nee. Machen wir den ganzen Spaß nochmal. Es heißt, eine Katze habe noch ein Leben. Alice, ich hoffe, du hast ähnlich viele. Ja, ich hoffe auch. Oh, meine Güte. So, jetzt aber. Hallo, ich möchte dich gerne anvisieren. Okay. Oh, da kommt jetzt gleich auf mich drauf. Oh Gott. Oh Gott. Und drauf. Achso, ich kann noch drauf. Alles klar. Gut, das ging. Das muss man nicht verstehen, oder? Da kommt schon wieder das Auge. Ah, das muss man wirklich nicht verstehen. Also gerade eben. Zack, tot. Und jetzt ein wunderschönes Spiel. Schups. Schon haben wir Zähnchen. Gibt's hier irgendwas? Ups. Was ist denn da oben? Ah, für mich ein Gläschen. Es ist ja noch nicht beschwipst. So, nehmen wir mal mit. Entschuldigung, ein Fläschchen. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah, ärgert mich, dass ich jetzt gestorben bin. Das war wirklich unnötig. Okay, irgendwie spackt schon wieder die Tastatur rum. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Dankeschön, Spiel. Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. Das hatte ich wirklich noch nie. Ich hatte oft das Problem, dass das Spiel abstürzt. Oder abgestürzt ist. Aber das Problem hatte ich wirklich noch nie. Also, heißt das jetzt, ich soll das kleine Ding da unten treffen? Oh je. Okay. Ah, schaffen wir. Ich hab's gar nicht gesehen. Ah. Ich lerne. Es wird immer besser. Hier haben wir wieder ein Auge. Das Auge schläft. Grüne Augenfarbe. Oh, ich liebe grüne Augen und braune Augen. Okay, jede Augenfarbe ist schön. Da erwartet uns mal wieder der Tod. Das hatten wir schon gesehen. Ah, oh, da haben wir eine Maus. Eine Robotermaus haben wir hier. Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Och, Maus. Herr Maus, wollen Sie sich nicht an den Tisch setzen? Bitte? Oh, herrje. Das kann ja nur was werden. Okay, ich möchte jetzt erstmal dahin. Gehen die jetzt hoch? Ja. Oh Gott. Was soll das denn? Schaffe ich das? Danke, Spiel. Oh je, jetzt wird mir auch noch ein Leben abgezogen. Thank you.
zu lang. Ach, Mann. Das wird nur lustig. Ja, ist okay. Da oben kann ich eine Bombe reinschmeißen, meine ich. So, schaffe ich da drauf? Oder soll ich ihn erstmal hier angreifen? Oh je. Dass er mich erstmal in Ruhe lässt. Ich mach's mal so. Okay, jetzt muss ich erstmal springen. Na komm. Ach. Entschuldigung. Ach Mensch. Okay, ich mache jetzt einfach einen schnellen Durchgang. Ach ja, ist okay. Gut, ich muss jetzt schnell rüber. Wehe, du gehst jetzt hoch. Kann ja nur gut werden. So, ich mache jetzt einfach nochmal einen Schnelldurchlauf. Herrje. Wehe, du kommst auf mich drauf. Oh Gott. So, wo ist jetzt dieses Ding? Meine Güte. Oh. Wo ist das? Nein! Okay. Los, 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 los. Kann ich da nicht hoch? Wahrscheinlich erstmal nicht. Oh Gott. Ich mach das alles gleich. Oh, oh ne, das ist jetzt nicht cool. Okay, jetzt aber. Gut, jetzt habe ich erstmal ganz kurz Ruhe. Oh, habe ich Ruhe gesagt? Das war ein Scherz. Wollte euch nur verarschen. So, jetzt wird erstmal alles kalt. Ich hab die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde dich zerquetschen. Okay, das ist jetzt schon mal gut, dass ich jetzt hier erstmal unten ein bisschen Ruhe habe. Das wollte ich nämlich haben. Oh, da ist noch ein Zähnchen. Tja, jetzt wohl nicht mehr. Zähnchen weg. Ist Stefka jetzt auch weg. Das lasse ich mir so nicht gefallen. Ah, und hier haben wir das mit der Bombe, was ich vorhin gesehen habe. Gut, sehen wir irgendwas, wenn wir klein sind? Irgendwelche Hinweise? Für eine Erinnerung. Ich weiß, da war links war noch eine Erinnerung. Also jetzt nicht von mir aus gesehen, rechts. Okay, jetzt kann ich ja runter. Oh, nee. Mir macht es aber auch einem echt nicht einfach, ne? So, sehr schön. Das hätten wir jetzt auch. Da möchte ich mich einmal noch ganz geschwind klein machen. Wunderbar. Ach, da ist noch ein. Stirb. Yay, hier haben wir ein Versteck. Einen goldenen Zahn. Und eine Flasche. Die nehmen wir mal mit.
So, ich meine, hier war eine Erinnerung, oder nicht? Habe ich mich getäuscht? Ach, da ist ja noch so eins. So, das haben wir jetzt auch weg, endlich. Ach, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Haben wir hier unten alles? Ich bin Ruhe selbst. Nimm das! Die Zeit für Alternativoptionen ist jetzt vorbei. Du kommst nicht an mich ran. Nein, keine Chance. Der ist so nett zu uns. Ah, und jetzt können wir hier entlang gehen. So, und ob wir das schaffen und ob wir Herr Maus, also es hört sich sehr männlich an, ich dachte, das wäre irgendwie mal ein Weibchen gewesen, wieder zur Vernunft bringen können, das erfahren wir dann alles in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.